take a trip to my... Hi Freunde und herzlich willkommen hier bei Archie Gaming, Flo wieder am Start. Heute gibt es eine weitere Squad Benny Challenge, ihr könnt es sehen, es geht heute um eine neue Team of the Season Garantie SBC und zwar eine 92er plus Team of the Season SBC und so wie es aussieht, Jungs, gibt es tatsächlich nur einen 83er gerateten Squad zum Abgeben. Bevor wir reinstarten ins Video, könnt ihr schon mal als Zuhörer das Video supporten mit einem Daumen nach oben, denn ihr seht, wir werden heute nicht nur ein Set angreifen, sondern direkt auch schon mehrere und zwar welche von der Community. Ich bin gerade live bei Twitch, twitch.tv/archigaming, falls ihr mal aktiv mit einem Set dabei sein wollt oder uns live sehen wollt, kommt gerne auf jeden Fall auch bei Twitch vorbei. Ja, und heute wollen wir uns um den frischen neuen SBC-Content kümmern. Bevor wir reinstarten, könnt ihr schon mal als Zuhörer das Video supporten mit einem Daumen nach oben. 300 Likes gebe ich heute wieder als Ziel raus. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare zu der neuen Team of the Season Garantie SBC. Und da heißt es einmal, hole dir ein Team of the Season Spieler, 92er graded oder höher für FIFA 20 und natürlich auch ein Untradable Icon Auswärtstrikot für FIFA 21. Also kriegen wir direkt einen Bonus für FIFA 21. 5 Tage, seht ihr, ist die SBC verbleibend, also mit dem heutigen inkludiert. 6 Tage und ja, richtig geile Geschichte. Eisigman zum Abschließen, 92er Tots-Spieler. Und ihr könnt mir natürlich gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr das Pack schon gemacht habt und aufgemacht habt, was hattet ihr in eurem Set drin? Ich bin gespannt, wie viele Packs nachher auf jeden Fall um die Ecke kommen und was wir Geiles ziehen können. Eine richtig geile SBC, wir haben lange drauf gewartet, jetzt ist sie endlich draußen. Oh mein Gott, Jungs. Und Hashtag Packlack auf jeden Fall auch schon mal gerne in die Kommentare. Ich will auf jeden Fall von jedem von euch wissen, was ihr in eurem Set drin hattet. Also lasst uns auf jeden Fall die 100 Kommentare voll machen und gerne auch wieder die 300 Likes. Zerstört den Like-Button, macht ihn blau, wenn ihr jetzt feiert, dass ich schon wieder so schnell wie möglich für euch diese SBC abschließe und mehrere Packs mache. So, und falls ihr generell kein SBC-Konto mehr natürlich mehr verpassen wollt, gerne die Glocke aktivieren, ein Abo dalassen und uns so auf kostenfreier Basis supporten. Ja, und dann seid ihr wirklich täglich am Start mit den frischen SBC-Content sowohl zu FIFA 21 als auch jetzt noch aktuell zu FIFA 20. Also, wir müssen abgeben tatsächlich diesen 83er besagten Squad. 50 Teamchemie auch nur am Start. Also, das sieht sehr, sehr nice aus. Das ist ja echt wirklich gar nichts. Das ist wirklich, ja, geschenkt mehr oder weniger. Wir hatten damals schon eine garantierte SPC am Start. Und die war auch gefühlt geschenkt. Ja, und 50 Teamchemie. Das heißt, chemiemäßig sollten wir auf jeden Fall gar keine Probleme bekommen. Ihr seht schon, wir haben den ein oder anderen High-Rated Untradable Sergio Ramos zum Beispiel High-Rated plus 92er Team of the Season am Start. Ist die Frage, ob ich da jetzt einen abgebe, um aus Rating zu kommen. Ich weiß, dass ich den ein oder anderen High-Rated-Spieler jetzt gestern noch gekauft habe, Schrägstrich auch noch am Start habe. So ein Da Costa zum Beispiel, for free. Wir müssen keine Special-Karten abgeben, ich weiß. Corné haben wir noch am Start, Payet haben wir auch noch am Start als 86er. Aber für einen 83er gerateten Squad ist das eigentlich auch schon too much. Also bin ich eigentlich am Überlegen, hier so auf diese ganzen 83er zu gehen, die ich gestern noch gekauft habe. Ich glaube, Laxalt ist auch untradable. Ruffier, gucken wir mal nach. Atal, da habe ich den Team of the Season. Muss ich auch sagen, hätte ich kein Problem, den abzugeben. Deshalb ballern wir den mal kurz rein. Ja, und dann könnten wir eigentlich wahrscheinlich schon mit so 82er gerateten Spielern klar gehen. Also könnte das ratingmäßig dann auch schon aufgehen. Ne? Wir gucken das Ganze natürlich mal eben nach. Zack, zack, die packen wir noch rein. Die zwei Franzosen, die bringen direkt ein bisschen Teamchemie. Das sieht doch schon mal sehr sympathisch aus. Und Allaire als weiterer Franzose da auch noch rein. Ruffier dann hier, zack, in ZOM. Da sind die Franzosen dann am Start. Und zack, hier schon mal Premier League. Perfekt. Khedira da rein. Laxalt ist aus der Liga. Und ich glaube, der ist untradable. Ja, er ist untradable. Das heißt, den benutzen wir auf jeden Fall. Atal können wir nehmen. Der kommt hier auf die Außen. Wir können mal Perron nehmen. Und dann gucken wir, was wir hier mit den beiden 81ern so schaffen. Und es ist direkt ein 83er Graded Squad, Jungs. Also das ist doch perfekt. So soll das Ganze sein. Da müssen wir High-Rating-mäßig gar nichts abgeben. Also das geht mega klar auf jeden Fall. Und wir können mal eben gucken, dass wir vielleicht noch den ein oder anderen 80er oder 81er abgeben. Und dann dürfte das Ganze überhaupt gar kein Problem mehr werden. Ich glaube, da können wir noch ein bisschen vom Rating runtergehen. Also können wir, wie gesagt, auch gerne eure Meinung nochmal reinschreiben in die Kommentare, aber ich glaube, zu der SBC, da kann man absolut nichts Negatives gegen sagen. Ja? Also hier, das ist immer noch ein 82er gerateter Squad, 83er gerateter Squad, das jetzt nicht mehr und das auch nicht mehr. Also das ist ja wirklich punktgenau hier am Start, 64 Teamchemie, das Ganze könnt ihr theoretisch 1:1 nachbauen, von den Ratings her der Spieler und ihr seht, wir haben jetzt 1,5 für Christensen hingelegt, untradable Atal, Jorginho ist untradable, Endombele ist untradable, Khedira ebenfalls, außerdem haben wir 9,4 Ruffier, Allaire ist untradable, Gomis untradable, also hier wirklich primär untradable Spieler abgegeben, sehr, sehr, sehr,
sehr nice. Also, damit das erste 92er Plus Team of the Season Pack. Oh mein Gott, Jungs, ich bin gehypt. Ich bin aber sowas von gehypt. 92er Plus. Ha, bitte, lass uns gönnen. Bitte einfach kein 92er Graded Spieler. Und dann bin ich schon, ja, bin ich schon zufrieden. Ja, dann bin ich schon zufrieden. Und natürlich einen, den wir nicht als Duplikat haben, ja. Oh mein Gott, Jungs, das ist mal mega nice. Wir haben schon ein paar Karten hier auf jeden Fall verkauft. Christen sind tatsächlich jetzt hochgegangen durch die SBC. Ich habe die irgendwann mal massenhaft eingekauft. Die können natürlich gut weggehen. Ich habe noch ein paar Cavanis geholt. Der wird wahrscheinlich jetzt nicht live gehen, gut weggehen. Und jetzt das erste 92 plus Tots weg, Jungs. 3, 2, 1 und Abfahrt. Hashtag Packluck, Jungs. Und dann mal gucken, wie viele Packs noch gleich um die Ecke kommen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass wir 10 Packs zusammenkriegen. Und wir kriegen im ersten und hier auf dem Hauptaccount. Komm schon, bitte. Yeah. Spanien. ZM wird's. Es wird tatsächlich. Und er hat immer ein Rating am Start. Ein Busquets. Ja gut, was heißt immerhin Rating? Es ist ja nur ein 93er gerated. Und Rating, dass er so oder so Rating hat, der Spieler, den wir kriegen, war eigentlich klar. Und mit dem 65 Tempo eher nicht so geil, eher SBC-Futter. Also, ihr könnt mir natürlich auch reinschreiben, wie ihr jeweils die Packs fandet. Welches Packs fandet ihr zum Beispiel am besten? Könnt ihr Top 10 oder so reinmachen zum Beispiel. Wir ziehen jetzt Busquets. Ich würde sagen, das ist kein großer Win. Eher SBC-Futter, 3 Sterne, 3 Sterne leider nur. Mit dem Tempo eher nicht so geil. Schreibt mir gerne eure Meinung rein in die Kommentare. Und damit würde ich sagen, gehen wir auch direkt rein in Pack Nummer 2. Noch kurz zum Preis der Squad Building Challenge, falls da schon einer reingekommen ist. Es ist kurz nach 19 Uhr. Und zwar bei ungefähr 85.000 Münzen. Ich denke, da kann man auf jeden Fall nicht meckern. Ich würde sagen, versucht die SBC auf jeden Fall. Ein Must-Have ist sie auf jeden Fall. Jetzt zum Ende von FIFA, Just for Fun mal eben austesten. Nur ein 83er Graded Squad. Meckern können wir da auf jeden Fall nicht. Und damit rein in Pack Nummer 2. So, Freunde, Pack Nummer 2 ist am Start. Twitch Tom mit Pack Nummer 2. 92 plus Team of the Season. EA, bitte zeig uns, dass du es besser kannst als mit einem Busquets. Oh nein, Mandanda oder was? Oh mein Gott. Irgendeiner hat es eben vorhin reingeschrieben in den Chat. Es ist ein 92er Mandanda, Jungs. Oh, 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 das kann nur besser werden. Wir hoffen weiterhin drauf. Vielleicht ziehen wir noch Messi, Neymar und Co. Neymar haben wir schon damals gezogen. Danke dir fürs Pack und damit rein in Pack Nummer 3. So, wir sind beim André am Start. Wir sind bei André am Start für Pack Nummer 3. Komm schon, ey, komm schon, komm schon. Bitte. Immerhin jetzt über 93er Rating. England, Innenverteidiger. Rom, es wird Smalling. 94er, ja, 94er, richtig in Erinnerung. Der ist auf jeden Fall spielbar mit seinen 87 Tempo, 94er Def und der Physis. Ich hoffe, du wirst deinen Spaß auf jeden Fall damit haben. Bist ein bisschen happy damit. Ja, und damit rein in Pack Nummer 4. So, wir sind bei Steinewerfer am Start. Pack Nummer 4. Komm schon. Komm schon, let's go. Daumen drücken, Jungs. Hashtag Packlack in die Kommentare für... Oh nein. ZOM. Schon ganz vergessen. Natürlich. Ja, der hat natürlich ordentlich Rating als Zierch. 96er Zierch am Start. Richtig geile Karte. Richtig, richtig allrounded. Auch ein bisschen... Ja, wie soll man sagen? Nicht das wird, was er eigentlich kann, aber natürlich sein Problem bei Zierch sind natürlich die Sterne, ne? Also insofern, ja, trotzdem viel Glück mit der Karte. Ich hoffe, du bist zufrieden. Immer ein Rating am Start. Was schreibt da rein? Oh nein, dachte erst Hamdallah oder so. Dann hättest du dich darüber mehr gefreut. Damit auf jeden Fall rein in Pack Nummer 5. Und da sind wir auch schon bei Pack Nummer 5. Es geht gut voran auf jeden Fall. Jetzt fehlt nur noch das Packlack, Jungs. Jetzt fehlt nur noch das Packlack. Komm schon, hier, jetzt aber. Oh nein, wieder Torwart. Immer diese Torhüter, Jungs. Es ist jetzt immerhin Handanovic. Ordentliches Rating mit 94, aber es ist halt SBC-Futter pur. Es ist halt SBC-Futter pur. Aber wahrscheinlich ziehen wahrscheinlich so irgendwie, keine Ahnung, 70% nur Torhüter. Ah, schade, traurig. Rein in Pack Nummer 6. So, da haben wir Pack Nummer 6. Komm schon hier, jetzt aber. Jetzt aber. Bitte kein Torhüter. Bitte einfach mal kein Torhüter. Deutschland. Darüber kann man sich doch gar nicht freuen, Jungs, oder? Jetzt haben wir immer ein 95er Rating. Er schreibt schon rein, hab ich, der Tolo. Tatsächlich hat das Duplikat am Start. Das heißt, in die nächste Tots-Garantie-SPC, die rauskommt, wird definitiv ein Testegen drin verschwinden. Nichtsdestotrotz, danke für dein Pack und damit rein in Pack Nummer 7. So, Freunde, Pack Nummer 7 ist am Start. Wir sind bei Krusty auf dem Account. Und was gibt das jetzt hier? Komm.
Es wird Italien. Ja, Innenverteidiger? Oh, nein, nein, nein. 93er Acerbi. SBC-Futter schlechthin. Ist das die SBC-Futter-SBC oder was gibt das hier? Er schreibt schon rein. Lost, ja. So viel dazu. Mehr muss man dazu gar nicht sagen. Und damit rein in ein hoffentlich besseres Pack Nummer 8. So, und da ist Pack Nummer 8. Jetzt hoffentlich kein Tor herunter, Jungs. Kein Torhüter. Wir sind bei Ramon am Start. Danke dir auf jeden Fall schon mal für das Pack. Und wieder Italien. Wieder Innenverteidiger. Zweimal hintereinander Acerbi. Heiliges. Jungs, das kann doch nicht sein. Was kostet der eigentlich noch, der Acerbi? Wahrscheinlich gar nichts mehr. Hat natürlich ordentlich Rating am Start. Ja, geht noch fit. Und damit rein in Pack Nummer 9. So, Freunde, da sind wir bei André am Start. Wir sind in Pack Nummer 9. Komm schon. Bitte keiner Serbi. Nicht Italien. Es wird Frankreich. Ja, ja, ja. Stürmer, Stürmer. Oh, es wird ZOM. Nein. Aber gut, ist immer noch gut. Habe ich auch schon gezogen. 96er Fekir. Aber natürlich nein, war bezogen auf kein Mbappé. Es wird ein 96er Fekir. Immer noch eine geile Karte auf jeden Fall. Auch unterschätzt meiner Meinung nach. Fekir ist am Start. Ich hoffe, du bist da zufrieden mit, André. 96er Rating, 4 Sterne, 3 Sterne. In Anführungsstrichen leider nur 87er Ausdauer, was mich jetzt so am meisten stört. Aber sonst geile Schussstats, geile Tempostats. Und er kostet auch noch 200k in der PlayStation und fast 200k in der Xbox. Also preislich auf jeden Fall nicht schlecht. Und Rating dann auch. Und damit rein in Pack Nummer 10. So, Freunde, Lecky ist am Start mit Pack Nummer 10. Komm, eben waren 96 am Start, jetzt 97 plus Spieler, bitte. Jo, Argentinien, Stürmer. Oh, es wird Tevez. Ist das gut, hat gerade auch einer reingeschrieben. 95er Tevez, eine geile Karte, Jungs, allein wegen der Nostalgie. Insofern, ich würde mich definitiv über den Tevez freuen. 95er Rating, hat Rating am Start, kostet nur 100k auf beiden Konsolen, hat aber 4 Sterne, 4 Sterne. Ja, in Anführungsstrichen auch nur 94er Ausdauer, aber ähnlich wie bei Fekir. Geile Tempo-Stats, geile Pass-Stats, geile Dribbling-Stats, geile Schuss-Stats. Spielbar auf jeden Fall, wenn man ihn gelinkt bekommt. Ich wünsche euch viel Spaß mit einem Tevez. Ja, also Legende ist am Start. Und das war Pack Nummer 10. Und damit würde ich sagen, gehen wir noch in das ein oder andere Bonus-Pack rein. Ja, ich hoffe, ihr feiert das Ganze. Wenn ja, zerstört gerne den Like-Button. Ja, teilt das Video mit euren Freunden. Und wie gesagt, falls ihr sonst immer passiv seid, seid heute eine von den aktiven Jungs und ballert einfach diesen Like-Button tot. Und dann gehen wir rein in die Bonus-Packs. Let's go. So, Freunde, und hier ist Pack Nummer 11. Das Bonus-Pack. Oh, 93er Thiago ist am Start. Und ich glaube, das ist auch neu. Tatsächlich ist mal hier über die Web-App jetzt am Start. Das Pack von Fabian. Pack Nummer 11 als Bonus-Pack. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß mit einem Thiago. Und damit rein in Pack Nummer 12. So, und da sind wir in Pack Nummer 12. Wir sind bei Nico am Start. Und, come on, let's go. Es wird ein wie bei mir. Und damit beenden wir das Video, so wie wir es angefangen haben, mit einem Sergio Busquets, Jungs. Oh, oh, oh. Also, ich bin gespannt, wie eure SBC so abgeschnitten ist. Was hattet ihr in eurem Pack drin? Schreibt es mir runter, wie gesagt. In die Kommentare, lasst allein einen Kommentar da für den Algorithmus. Und wie gesagt, ja, Support ist kein Mord. Gerade zum Ende von FIFA für den Daily Content, den ich euch hier auf dem Kanal biete. Insofern, ja, sehen wir uns hoffentlich morgen wieder zum neuen SBC-Content. Und dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, zerstört den Like-Button, lasst ein Abo da, lasst gerne auch ein Follow hier bei Twitch da. Macht immer mega Bock, mit euch hier live zu streamen. Und ja, damit würde ich sagen, war es das mit dem Video. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Euer Flo von Archie Gaming. Ciao, Leute!